Ein Scheinhorn und ein Baby-Scheinhorn. Ah, die sind beide noch nicht ausgewachsen. Doch, doch, das eine schon. So, du kleines Scheinhorn, ich hab was für dich. Access Inventory. So. For Taming Food. Ich dachte, es wäre Azulberries. Habe ich jetzt wieder die falsche mitgenommen? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut. Männer. Anscheinend kann man sie wohl doch nur mit den Plant X oder was auch immer Seeds füttern. Und nicht mit den... Oder sollten es Amarberries gewesen sein? Auf jeden Fall komme ich hier nicht weiter. Von euch hat sie doch sicher keine Amarberries. Doch. Gut, dann probiere ich das mal damit. Und ein Tintoberry hätte ich auch noch im Angebot. So, wo seid ihr? Oh. Stimmt, du bist auch noch da. Pelt. Access Inventory. Bitteschön. So. Die sind aber schnell unterwegs, die Kleinen. Und der hat Angst, das ist ein Baby. Was willst du? Was willst du essen? Wieso sagst du es mir nicht? Im Internet stand, er würde auch Beeren essen. Ein nicht ausgewachsener Ravager. Juvenile. Ich glaube, viel leichter bekomme ich es nicht zu zähmen, außer so. Der hat Angst, weil er klein ist. Und das bedeutet, es wird eine leichte Beute. Da hinten dachte ich, etwas gesehen zu haben. Da, du bist das. Lenk mich bitte nicht weiter ab. Stehen. Scheinhorn auf sich hat. Da bin ich echt überfragt. Mit meinem Latein am Ende. Ich kann nur vermuten, dass das mit der Wiki nicht stimmt. Aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie nicht aktuell ist. Das passiert da gerne mal im Spiel. Also, mein Kleiner. Ich weiß, du bist noch ein Baby. Naja, nicht ganz ein Baby, aber ziemlich klein. Greifst deshalb nicht an. Bist auch ein bisschen verunsichert. Weil du deine Eltern verloren hast. Das tut mir auch sehr leid. Aber ich möchte dir kein Leid zufügen. Ich möchte dich nur... zähmen. Bevor du zu einem Stachelschwein wirst. Wenn möglich. So, jetzt kann ich Wasser trinken.
Leider habe ich das nicht ganz aufgefüllt. Aber es reicht noch. Und das Manöver hätte ich im Vanillaspiel auch nicht abziehen können. Da gibt es hier keine kleinen Dinos, die noch nicht ausgewachsen sind und dich deshalb nicht angreifen. Einmal rüber mit euch. Schön diese Quelle hier. Oh, wirklich schön. Ist Starlord auch hier? Ich sehe ihn gerade nicht. Was machst du da hinten? Wieso wollt ihr nicht? Wenn ich nur wüsste. Also, wenn es wirklich diese Seeds sind, stand auch noch, dass man sie in der Nähe von irgendwelchen Pflanzen einfach pflücken soll. So, du brauchst eine Weile. Aber was für Pflanzen? Nicht die hier, oder? Das ist keine Pflanze. Hier sind nur Steine. Das ist nur Deko. Ich dachte, wenn das eine Aberration-Höhle ist, könnten hier vielleicht die Seeds wachsen, die das Goat, das Scheinhorn ist, aber so auf Anhieb sehe ich jetzt nicht viel. Was dafür in Frage käme. Das ist nichts, was ich aufheben kann, nein. Du kriegst das Holz und die Touches. Ich halte mich hier so lange noch auf, bis der Kleine zu Ende gezähmt ist und den bringe ich dann... Wohin bringe ich ihn? Und was hat er für Werte? Die Werte sind ziemlich gut. Dabei ist er noch nicht einmal ausgewachsen. Eine Schönheit ist er nicht gerade. So, ich kann... Da ist noch ein Scheinhorn. Es wird ja wohl kaum verschiedene Scheinhörner geben, die unterschiedliche Sachen nisten. Das ist... Ob es in der Farbe lag? Quatsch, oder? Dass es irgendwie kein reguläres Scheinhorn war. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da hinten ist ein Scheinhorn. Wieso kann ich hier nicht irgendwo eins dieser Seeds droppen? Weil das nicht Aberration ist. Rare Mushroom. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Rare Mushroom ist. Ich kann es probieren, aber... Wo ist... Ah, da bist du. Du brauchst noch eine Weile. Vielleicht noch etwas mehr Fleisch. So. Nein. Das essen sie auch nicht. Wieso landet hier nicht? Dürfte nicht landen oder so? Weil es eine Höhle ist.
Einmal Kristalle und Steine. Und Holz und Thatches. Die Beeren. Und du kriegst das hier. Und dann noch. Ich würde sagen HP. Vorsichtig durch die Gegend. Das hatte ich schon, oder? Das ist nur das hier. Keine Seeds. Flint. Nameless Venom? Volatile substance that can be used to raise rock drakes. Okay, mir bringt das nichts. Das bringt nur dieses Venom. Und ich habe keine rock drakes. Und ich bezweifle, dass es sich länger im Inventar hält. Schau mal kurz. Und es steckt nichts, sehr schön. Oh, das geht aber. Wenn ich sie in den Kühlschrank packe, halten sie vielleicht eine Weile. Aber da ich keine Rocktricks habe, ist das jetzt auch nicht so dringend. Na? Du kommst langsam zu dir. So. Ein kleiner Schlummertrunk. Seid ihr da oben vielleicht Pflanzen? Ich glaube, das ist noch Holz. Das ist gar nichts. Stop mocking me. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier sollte ich langsam aufpassen. Denn da hinten sind noch mehr Goats. Gut, ich hatte gedacht, da hinten wäre vielleicht etwas Gefährliches. In der Nähe, solange das kleine Ravager-Tierchen noch nicht gezähmt ist. So, dann einmal zurück und hab Platten. Schon wieder Hunger. Du kriegst das hier. Alles. Einfach mit Tee. 1, 2, 3. Gut. Und ich muss ein bisschen was essen. Schon wieder der letzte Steak. Das letzte Steak.
Brauche ich für dich einen Sattel? Ein Sattel oder einen Kindersitz? Also, wenn ich die Höhle jetzt weiter erforschen wollte, müsste ich den eigentlich hier erstmal zurücklassen und hoffen, dass ihn nichts in seiner Nähe spawnt. Das ist nicht ganz so ein Risiko. Auf keinen Fall kann ich ihn mitnehmen, wenn ich weiter in die Höhle reingehe. Alternativ könnte ich zurückgehen zur Basis. Aber über den Fußweg. So, du hast dann eingelegt. Denn jetzt habe ich zwei Dinos und kann nur einen tragen. Mit den Agatavis. Eines Tages. Ja, ich kann mit. Geht's. Da glitscht ein bisschen durch den Boden. Tiefer gelegt. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil ich verschiedene Mods benutze, die Karten hinzufügen. Nein, nicht Karten, Dinos hinzufügen von anderen Karten. Dass es vielleicht sogar nicht möglich ist, sie zu zähmen. Zumindest nicht irgendwelche Tricks. Ich muss bei dieser Kibble Station schauen. Ravager. Ich denke, ich werde es riskieren, dass ich dich hier draußen warten lasse, in der Nähe der Goats, der Shine-Goats, Shinehorns. Und dann mit der Truppe weitergehe, sobald du fertig gezähmt bist. Denn das Risiko, dass du angegriffen wirst, ist immer noch geringer als das Risiko, wenn ich dich mitnehme und es schon im Kampf kommt. Verstehst du, oder? Woran erinnert es mich? Diesen Klauen-Szenen. An die Deathclaw. Genau. An die Deathclaw von Fallout. 1, 2 und 3 und New Vegas. Fallout Tactics habe ich nicht gespielt. Ah, da bist du. Moment, nicht weglaufen. Was für ein Geschlecht hast du? Options. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt schon einen Namen geben kann, aber später, wenn du ausgewachsen bist, auf jeden Fall. Und dann nenne ich dich vielleicht. Ich würde sagen Rufus, aber Rufus habe ich schon einen. Klingt irgendwie nach einem Hundenamen, oder?